Heute kümmern wir uns ja um diese leckeren Parmesanhähnchen. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. So, die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Wir machen uns einmal eine Mischung erstmal. Und zwar, wir brauchen Salz, Pfeffer, Knoblauch, Gemüsebrühepulver, Paprika und Zitronensaft. So, das vermischen wir jetzt. Dann habe ich hier die Hähnchenbrüste. Die bestreichen wir von beiden Seiten damit ein. Beziehungsweise ich mache es jetzt nur von einer Seite. Ich mache es nur von einer Seite, genau. So, wir machen mal weiter. Hinter mir schmilzt nämlich gerade noch Butter. Die brauchen wir jetzt auch noch gleich. Und zwar, wir fangen mal an mit Parmesan. Ich hoffe jetzt, dass jetzt mein Zerkleinerer jetzt wieder funktioniert. Dass ich jetzt wieder alles drin habe und dann geht er wieder nicht. Dann brauchen wir Olivenöl. Es geht weiter mit Petersilie. Es geht weiter mit Knoblauch. Also eigentlich Zwiebelpulver, aber ich habe jetzt kein Zwiebelpulver da. Deswegen gebe ich einfach ein bisschen normale Zwiebeln mit dazu. Dann italienische Kräuter. Chili. Pfeffer. Und die geschmolzene Butter. So, und jetzt vermischen wir das. Also so richtig ist das Ding auf jeden Fall doch nicht mehr. Aber nicht schlimm, ich verrühre das jetzt so. Ist nur schade darum, dass das dann doch kaputt scheint zu sein. So, und jetzt kann man von der Masse entweder alles hier drauf geben oder man behält noch ein bisschen für, wenn man es rausholt, also hebt es noch auf. Und gibt es dann rauf. So mache ich das. Ja, und dann geht's ab in den Ofen. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, ob ich es gesagt habe, dass der Ofen jetzt auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt ist. Ich glaube fast, ich habe es noch nicht gesagt. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Bei mir war das jetzt knapp 25 Minuten im Ofen. Aber da einfach wieder bitte nach dem eigenen Ofen gucken. Es kann auch sein, dass es bei euch schon nach 15 Minuten fertig ist. Denn bei mir hieß es so 15 bis 20 Minuten, laut Rezept. Daher einfach den eigenen Ofen im Blick haben. Ich habe jetzt im Übrigen das, was ich noch übrig hatte, nicht drüber gegeben. Ich habe das jetzt nur umgesetzt, weil ich einfach die Flüssigkeit hier nochmal drüber geben wollte. Und das hätte ich in der engen Form nicht geschafft, weil es einfach zu eng war. Und ja, und dazu kann man einfach dann einen Salat machen und vielleicht ein bisschen Weißbrot so zum Dippen. Ich werde jetzt erstmal hier ein Stückchen probieren. Mmh. Richtig zart. Schön vom Geschmack her. Was soll ich mehr sagen, außer macht nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!